furchtbar. Mit mir kann man's ja machen. Kommen Sie hier rein, Miss Gillen. Danke, Ida. Ach Gott, ja nix. Ich werde Mrs. Doob sagen, dass Sie da sind. Die ist im Badezimmer. Sie brauchen Mrs. Doob nicht zu stören, Ida. Ich möchte den Pfarrer sprechen. Wer ist in Jachte? Also würden Sie bitte... Blumen gießen. Sagen Sie ihm, dass ich hier bin, ja? Ist gekauft. Was sind denn das für Ausdrücke? Ich weiß. Ist es nicht furchtbar? Hab ich von ihr. Von wem? Von Mrs. Doob. Das ist ein Foren. Ida, jetzt reicht's. Ja. Yep. Ida, wenn Sie dem Pfarrer gesagt haben, dass ich hier bin, schieben Sie bitte mein Fahrrad in die Garage. Ich glaube, es wird regnen. Ja. Yep. Und Ida, schieben, nicht fahren. Ja. Yep. Penelope hat mir nicht gesagt, dass sie zum Tee eingeladen hat. Ich bin nicht zum Tee eingeladen, Mr. Doob. Ich wollte Sie sprechen. Oh, ja, natürlich. Aber wollen Sie uns nicht Gesellschaft leisten? Oh, bitte nehmen Sie Platz, ja? Penelope! Miss Killen, ich fürchte, ich kann Ihnen keinen Zucker anbieten. Danke, ich möchte keinen Tee, Mr. Doob. Oh, ja, ich höre, Miss Killen. Mr. Doob, waren Sie in all den Jahren unzufrieden mit meinem Beitrag zum Kirchenschmuck? Nein, nein, ich glaube nicht, wieso? Sie erinnern sich vielleicht, dass ich zu Ostern und zum Erntedankfest immer die Kanzel geschmückt habe. Ich habe die Kanzel geschmückt seit... Ja, seit unvordenklichen Zeiten, ich weiß. Nicht ganz so lange, Mr. Doob. Oh, ja, selbstverständlich, Miss Gill, noch bitte lassen Sie sich nicht unterbrechen. Heute Nachmittag komme ich in die Kirche, um meine kleine Pflicht zu erfüllen. Und was sehe ich? Die Kanzel ist schon geschmückt, hinter meinem Rücken. Nein, wer kann denn das getan haben? Niemand wollte es mir sagen, aber ich habe meinen Verdacht. Eine Tasse Tee, Miss Gill. Nein, danke, Mister. Du, ich finde es schwierig, mich zu konzentrieren bei diesem schrecklichen Geheule. Oh, dem Singen ihrer lieben Frau. Ja, es ist etwas Verwirrende. Ich werde Sie bitten, Penelope! Penelope! Komm schnell runter, Liebling. Miss Killen ist verletzt. Wie schön. Was? Ich meine, Sie, es tut mir furchtbar leid. Wo waren wir stehen geblieben, Miss Killen? Ach ja, natürlich. Die Kanzel. Mr. Doob, ich möchte nicht lange drum herumreden. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Kanzel geschmückt worden ist hinter meinem Rücken von Mrs. Doob. Oh. Oje, 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 ja, sehr unangenehm. Natürlich habe ich nichts gegen Mrs. Doob persönlich, überhaupt nichts. Aber es gibt einige Leute, die es nicht unbedingt für richtig halten, wenn die Frau des Pfarrers in Hosen im Dorf auftritt. Selbst in diesen schweren Zeiten. Aber ich sage immer, wir dürfen nie vergessen, dass Mrs. Doob Schauspielerin war, bevor sie geheiratet hat. Meine Frau war aber auch die Nichte eines Bischofs, bevor ich sie geheiratet habe. Und das ist sie immer noch. Oh, natürlich, ich weiß. Aber Schauspielerin, ein merkwürdiger Beruf. Miss Killen, wie schön.
Sie müssen mich entschuldigen, aber ich komme gerade aus dem Bad. Natürlich, Mrs. Toop. Man wird so schmutzig, wenn man die Kirche dekoriert, nicht wahr? Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Übrigens, Liebling, meinst du, es wird den Dingsbums stören? Dingsbums? Du weißt schon, dein Freund, der morgen für dich Gottesdienst hält. Ach, meinst du Mr. Humphrey? Ja, natürlich, Mr. Humphrey. Pfarrer Humphrey ist kein Freund von mir, Penelope. Ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Also meinst du, es wird ihn stören? Ja, was soll ihn stören? Weißt du, Liebling, wir hatten so wenig Chrysanthemen und da habe ich die Kanzel mit Tomaten und Porree geschmückt. Noch etwas Tee, Miss Gillen? Ich möchte überhaupt keinen Tee, vielen Dank. Oh, habe ich was falsch gemacht? Tomaten und Porree! Tomaten und Porree! Ja, ist das nicht klasse? Wären Sie darauf gekommen, Miss Gillen? Ach, Penelope! Mrs. Duke, meine Kanzel hat mit Ihren Gemüsen nun wirklich gar nichts zu tun. Es tut mir leid, wenn ich vom rechten Wege abgekommen sein sollte, aber Tatsache ist, dass jedes Mal, wenn wir uns sehen, mich ein wahnsinniges Verlangen packt, auf den Dorfplatz zu laufen, mir die Kleider vom Leib zu reißen und Hula Hula zu tanzen. Wenn Sie das... Das täten. Mrs. Toop wäre man vielleicht schockiert, aber es würde niemand überraschen. Liebe Penelope, ich bin überzeugt, Miss Gillen will für unsere Gemeinde nur das Beste. Und sie kennt die Leute im Dorf länger und hört viel mehr Klatsch als du. Ich weiß. Übrigens, worum ging es denn diesmal? Der Soldat auf dem Lastwagen? Nein, das hat mir Miss Gillen bereits gestern erzählt. Ein sehr peinlicher Vorfall. Wenn man einem Soldaten auf einem Lastwagen zuwinkt, nennst du das einen peinlichen Vorfall? Sie haben nicht nur gewinkt, sie haben gejuhut. Kanntest du den Soldaten, Penelope? Keine Ahnung. Ich hatte kaum Zeit, ihn mir richtig anzusehen. Er winkte nur und rief Juhu. Also winkte und juhute ich zurück. So war es doch, Miss Gillen. Also wirklich nicht das richtige Verhalten für die Frau eines Pfarrers. Es tut mir leid, Liebling, aber es gibt Momente, wo ich vergesse, dass ich die Frau eines Pfarrers bin und mich wie ein Mensch benehme. Also, Penelope, das ist zu viel. Leid, also wirklich, nein, das ist zu viel. Wenn wir jetzt streiten wollen, bitte ohne Miss Gillen. Du weißt schon, das macht mehr Spaß. Bitte, machen Sie sich über mich keine Gedanken, Mrs. Du, ich gehe sowieso. Es tut mir nur leid, dass man mich so missverstanden hat. Auf Wiedersehen, Mr. Toop. Tomaten und Porree. Oh, Miss Gillen, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid... Bitte machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Toop. Ich hoffe nur, ich kann vergeben und vergessen. Selig sind, die da Leid tragen. Und die da geistig arm sind. Ach, Penelope, ich bringe Sie zu Ihrem Fahrrad, ja? Vielen Dank. Ich bin durchaus in der Lage, allein drauf zu steigen. Oh, Miss Gillen, ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut. Ida! Ja? Du kannst abräumen. Ja. Da hat ja mal wieder einer seinen Tee nicht ausgetrunken. Das war ich. Bitte nimm die Tasse mit. Ich möchte nicht mehr. Und an den Keksen sind sie auch nicht gewesen. Haben sie sich etwa wieder über die geärgert? Ach, sie wissen doch ganz genau, warum die sie am liebsten umbringen wird. Ich glaube schon. Ja, die hat ja nur wirklich alles versucht, um sich zu kapern. Hat deren Glück gehabt, dass die das nicht geschafft hat. Die verlorene Pissnelke. Entschuldigung. Penelope, ich muss mich schämen. Schämen muss ich mich. Ja, ja, ich weiß. Ich muss die Pfarrersfrau noch überzeugender spielen. Auch nicht spielen, sondern sein. Ist es denn unbedingt nötig, dass du im Dorf in Hosen rumläufst? Ja, warum denn nicht? Sie sind bequem und haltbar. Und sie sind billig. Ja, das mag ja sein, aber wie Miss Gillen sagt, sie sind... Erzählt ihr was über Hosen? Nicht mit dem Arsch. Penelope, ich weigere mich, mir noch länger deine vulgären Ausdrücke anzuhören. Ach, und noch etwas. Entschuldigung. Was gibt es, Ida? Willi Briggs erwartet an der Tür. Ja gut, ich komme. Penelope, ich möchte vorschlagen, dass du nach oben gehst und dich anziehst. Ich ziehe es vor, dass die Leute dich in Hosen sehen als unbekleidet. Sie ist noch da. Wer? Miss Killen, sie ist in der Garage. Ja, was macht sie denn da? Sie repariert ihren Reifen. Ich habe ein Loch reingemacht. Mit Absicht? Nee, mit Begeisterung. Pfarrhaus Martin Kamittelwick? Wer? Onkel Dudley. Vom Berufsstellen an. Badcaster? Was machst du denn da? Was, du kommst zu uns? Aber ja, wir freuen uns wahnsinnig. Wann? Morgen. Warum kommst du nicht schon heute Abend? Dann können wir... Was? Ach so. Aber komm morgen sehr früh, ja? Was?
auf jeden Fall scheint es dir Spaß zu machen. Nein, nein, das kann ich dir jetzt nicht erklären. Nein, ja, ja, wir reden morgen früh drüber. Ich freue mich. Tschüss. Wer war das? Mein Onkel. Welcher Onkel? Onkel Dudley. Doch nicht der Bischof. Höchstpersönlich. Der Bischof kommt morgen hierher und ich halte nicht den Gottesdienst. Tja, hast du ein Glück. Ja, wie darf ich das verstehen? Liebling, sieh mal, mein Onkel kann seine Predigten auswendig. Wenn er erleben würde, dass du abliest, würde er mich glatt enterben. Er kommt übrigens mit der erklärten Absicht, deinen Gottesdienst zu verpassen. Wie seltsam. Nein, wie menschlich. Glaubst du eigentlich noch, dass wir was Anständiges zu trinken für Onkel Dudley auftreiben können? Wir haben nur diese angebrochene Flasche sehr schlechten Sherry. Ja, was sollen wir denn besorgen? Alles, was du organisieren kannst. Benutz deinen Charme. Onkel Dudley ist nicht wählerisch. Ja gut, ich nehme, was ich kriegen kann, aber ich frage mich nur, ob ich jetzt gehen sollte. Wohin? Ja, nach Westhampton mit unserem Gesangsverein. Sie geben dort heute Abend ein Konzert im Gefangenenlager. Willy Briggs hat mir gerade erzählt, dass ihr Klavierspieler krank ist und dass sie niemand anderen finden konnten, hat er mich gebeten, auszuhelfen. Und warum nicht? Ja, aber wenn der Bischof morgen kommt und wenn ich ihn noch gar nicht kenne... Liebling, ich glaube nicht, dass es nötig ist, sich für Onkel Dudley besonders vorzubereiten. Also, ab mit dir und amüsiere dich gut. Für deutsche Kriegsgefangene Harmonium zu spielen, würde ich nicht als Amüsement bezeichnen, aber ich muss wohl... Briggs wartet auf mich. Kommst du sehr spät zurück, Liebling? Ach, ich glaube nicht, obwohl Briggs etwas von einem Essen nach dem Konzert gesagt hat. Willy Briggs sagt, sie sollen sich beeilen, es wird langsam Zeit. Ja gut, ich komme. Und du wirst dich nicht einsam fühlen, Liebling? Nein, Liebling, mach dir keine Gedanken. Und du gehst jetzt rauf und ziehst dich an, ja? Dein freier Abend, Ida? Ja. Ida, wenn du heute nach Hause kommst, leg bitte noch ein paar Wärmflaschen in das Bett ins Gästezimmer. Wir bekommen morgen Besuch. Wirklich? Ja, mein Onkel, der Bischof von Lex. Mein Gott, ein Bischof! Und Ida, komm nicht so spät nach Hause. Du weißt, der Pfarrer hat es nicht gern, wenn du nach 10 noch auf der Straße bist. Soldaten hin, Soldaten her! Ach, Ida, dein Problem ist, du hast nicht das Gewissen. Suchen Sie was? Oh, Ida, ich hab Sie gar nicht gesehen. Aber ich Sie. Ida, Sie haben arglistig und vorsätzlich ein Loch in meinen Reifen gemacht. Ich ein Loch nie. Du bist ein sehr böses Mädchen. Ja, das haben Sie gesagt. Ich wollte nur den Pfarrer fragen, ob er mir helfen kann. Ich kann das Loch nicht finden. Ja, nix wäre ihm lieber, aber der ist weg. Weg? Wohin? Weg! Ist Mrs. Toop auch fortgegangen? Nee, die nicht. Die kommt gleich wieder runter. Oh, ah ja. In dem Fall gehe ich lieber. Wie bitte? Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ist das ein Bekannter von Ihnen, Ida? Nee, noch nicht. Verzeihen Sie, sind Sie Mrs., die Frau des Pfarrers? Nein, das bin ich nicht. Na prima. Na prima. Verzeihen Sie, ich wollte sagen... Ist ja egal, was ich sagen wollte. Wollten Sie Mrs. Toop sprechen? Wen? Mrs. Toop, die Frau des Pfarrers. Das weiß ich nicht. Wie bitte? Das ist nämlich so, ich suche eine Freundin. Ach nein. Suchen Sie was Bestimmtes. Ida. Ja, etwas ganz Bestimmtes. Ich suche eine alte Bekannte. Wieso kommen Sie dann ins Pfarrhaus? Hier gibt es keine jungen Damen, keine einzige. Also ich bin ja vielleicht keine Dame, aber ich habe ja schließlich auch menschliche Regungen. Ida. Hab ich Sie nicht schon mal gesehen, junger Mann? Nee, das glaube ich nicht. Ich bin sicher, dass ich Ihr Gesicht schon einmal gesehen habe. Möglich, ich hab's ja schon ziemlich lange. Klar! Penelope! Oh, Liebling! Oh, ist das schön, dich zu sehen. Ja, was machst du hier? Ich suche dich. Oh,
da. Ich fürchte, er wird doch erst sehr spät zurückkommen. Aber ich... Ich werde ihm ausrichten, dass Sie noch mal da gewesen sind und dass Sie ganz bestimmt morgen sehr früh wiederkommen werden. Aber ich... Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Miss Gill? Tja, also dann geh ich. Ja. Ich gehe. Ja. Wie schön. Oh, Ida, das ist ein alter Bekannter von mir. Wir haben zusammen Theater gespielt. Schön gut, ich verdrück mich ja schon. Wie ich immer sage, suche zu werde dir finden. Ja. Alle Achtung, die bist du ja schnell losgeworden. Warst du nicht ein bisschen sehr kühl zu dieser Mata Hari? Miss Gille? Hm? Ich kühl? Jedes Mal, wenn ich diese Frau sehe, bin ich kurz vor dem Explodieren. Trotzdem ist es blöd, dass ich dir vor ihren Augen in die Arme gefallen bin. Wieso? Sie wird nicht eher ruhig schlafen, bis sie es meinem Mann erzählt hat. Deinem Mann? Mhm. Bist du etwa Mrs. Poop, die Poop? Poop, Liebling, Poop. Mach es nicht schlimmer, als es ist. Du bist eine Pfarrer? Ja, schon seit fast einem Jahr. Warum? Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du eine junge, dynamische, aufstrebende Schauspielerin. Und jetzt? Eine alte, verheiratete Frau. Das habe ich nicht gesagt. Ich kannte Lionel schon aus der Sandkiste. Vor 2 Jahren haben wir uns wieder getroffen, uns verliebt und tja, da ist es. Und meine Schauspielerei war ja nie wirklich gut, oder? Och, ich weiß nicht. Aber ich. Fühlst du dich denn wohl hier? Im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut. Ja, und du, was machst du hier in Uniform? Möchtest du Tee? Nein, nein, vielen Dank. Ich kann dir leider nur diesen sehr schlechten Sherry anbieten. Oh, nein, nein. Also los, erzähl! Tja, dank Adolf Hitler ist meine Karriere als Schauspieler vorübergehend beendet. Seit 2 Jahren spiele ich Soldat und gestern bin ich hierher versetzt worden. Wohin? Nach Westhampton. Das Internierungslager, Bewachung von deutschen Kriegsgefangenen. Ja, Westhampton, da ist Lionel heute Abend. Er spielt Klavier für unseren Gesangsverein. Sie geben ein Konzert für die Gefangenen. Die Armen. Och, Clive. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass ich hier bin? Ich hab dich gesehen. Wo? Du hast mich auch gesehen. Jetzt bin auf dem Lastwagen. Ich habe Juhu gerufen und dir zugestimmt und du hast zurückgewinkt. Das warst du? Ja, und weil ich heute meinen freien Nachmittag habe, habe ich gesagt, ich besuche dich mal. Das ist wunderbar. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich den Abend totschlagen soll. Aber ich glaube, wir sollten nicht hier im Haus bleiben. Wieso? Jetzt ist doch sehr gemütlich. Ja, aber ich bin hier ganz allein. Ah, verstehe. Miss Killen könnte was dagegen haben. Im Gegenteil. Sie wäre begeistert. Wir könnten vielleicht ins Kino gehen. Ach, ins Kino. Du, da fällt mir was ein. Könntest du es ertragen, in ein Theater zu gehen? Was denn für ein Theater? Es gibt hier in der Gegend ein kleines Theater. Da ist es schon. In dieser Woche bringt das Kammertheater in... Nein, das ist nicht wahr. Doch, von der Wetten, Charlies Tante. Hör zu. In dieser Woche bringt das Kammertheater in Bladford No Cowards unsterbliche Komödie Hochzeitsreise. Nein. Ja. Gleich, wie viele Wochen waren wir mit Hochzeitsreise auf Tournee? 43,5. Könntest du es ertragen, es heute Abend zu sehen? Es ertragen? Ich wäre begeistert. Obwohl sie mich wahrscheinlich aus dem Theater schmeißen werden, weil ich die ganze Zeit meinen Text mitspreche. Ja, dann los! Wo sagst du, ist das? In Bladford, nur 1/2 Stunde mit dem Bus. Schade. Der Theaterbesuch kann nicht stattfinden. Was, wieso? Bladford liegt außerhalb der Grenze. Welche Grenze? Die Ausgangsgrenze. Furchtbar einfach. Wenn ich in Bladford mit Uniform erwischt werde, werde ich erschossen und mein nächster Urlaub wird gestrichen. Ja, aber wieso? Wieso? Beim Militär gibt es kein Wieso. Irgendein Offizier hat sich das ausgedacht und andere hielt es für einen guten Einfall. Ach, Scheiße. Stell dir doch mal vor, wir wären hingefahren, hätten was gegessen, wären ins Theater gegangen, hätten noch mal was gegessen und wären mit dem letzten Bus zurückgekommen. Musst du einen Hunger haben. Hört, wunderbar, Anna, was geht nicht? Darf ich übrigens rauchen? Ja, bitte bedien dich. Hier, Entschuldigung. Ida, du bist noch da? Ja, ich war weg, jetzt bin ich wieder da. Ja, hast du was vergessen? Ja, die Hosen von Mr. Tug. Was? Ja, Sie haben doch selbst gesagt, Mutter soll einen Flicken hinten auf den Arm. Ja. Ich erinnere mich. Ich habe den Anzug heute Morgen mit heruntergebracht. Da ist er schon. Und Ida, bitte deine Mutter, auf sich die Ärmelaufschläge anzusehen. Nee, das ist sie nicht. Nein? Nee, das ist sein Zweitbester. Sein Zweitbester? Wie viele Anzüge hat denn Mr. Tug? Drei? Handelt er wieder zum schwarzen Markt? Scheiße, wo habe ich denn den anderen hingehängt? Ja, ich werde ihn mal suchen. Ja. Nein, Ida ist schon gut. Ich weiß, wo er ist. Ich gehe selbst. Vielen Dank. Entschuldige mich bitte, Clive. Ich bin gleich wieder da. Mhm. Ist wieder schön geworden, ne?
Ach so, ja, ja, sicher. Ich bin Ida. Wie bitte? Ich bin Ida. Das tut mir aber leid. Nee, ich heiße Ida. Sie heißen Ida, ach so, das finde ich ja prima. Ja? Wissen Sie auch, wer ich bin? Nee. Winston Churchill. Also Sie wollen mir einen Namen nehmen. Soll ich? Oh, Sie sind mir aber einer. Ida, wissen Sie was? Wir müssen unbedingt mal zusammen ins Kino gehen. Oh ja. Schauen wir mal, er ist in einer Woche wieder frei. Macht nichts, ich kann warten. So, Ida, hier ist er. Und bitte deine Mutter, ihr Möglichstes zu tun. Ja, ja, das tun wir alle. Das liegt bei uns in der Familie. Soll ich den hier wieder weghängen? Nein, das mache ich schon selbst. Vielen Dank. Ich wüsste ja immer, wie Sie in dem Anzug aussehen. Klatsch dir mal ab. Hä? Komm, dreh dich mal um, ich habe da eine Idee. Was soll das werden, eine medizinische Untersuchung? Tja, die Größe kommt beinahe hin. Du kannst ihn tragen. Wohin? Lionels Anzug. Machst du Witz? Ich als Pfarrer? Die wird mich da sofort vor ein Kriegsgericht stellen. Tja, aber wieso denn? Wer soll denn wissen, dass du Soldat bist, wenn du zivil trägst? Penelope, ich im schwarzen Anzug, das ist das... Clive, Hochzeitsreise. Vorgehen wir schön essen und nachher was trinken, hm? Na schön. Aber erinnere mich daran, dass ich die Uniform wieder anziehe, bevor ich ins Lager zurückgehe. Wann musst du denn zurück sein? Auf jeden Fall vor 24 Uhr. Wir sind kurz nach 10 wieder da. Dann hast du noch genug Zeit, dich umzuziehen. Und was sagt dein Mann zu der Geschichte? Ich an seiner Stelle würde einen riesen Krach machen. Er auch. Aber wir sind auf jeden Fall viel früher zurück als er. Aber stell dir bitte mal lieber vor. Nicht. Wenn dich irgendjemand fragt, sag einfach, du heißt Humphrey. Humphrey? Das ist der Pfarrer, der morgen hier den Gottesdienst hält. Und jetzt geh bitte da rein. Langsam, langsam, langsam. Erstmal eine Probe. Also ich heiße Humphrey und bin der Pfarrer, der morgen hier den Gottesdienst hält. Aber ich muss den Gottesdienst nicht wirklich halten, oder? Nein, natürlich nicht. Und warum soll ich da reingehen? Weil ich in diesem Zimmer bin. Ah ja. Aber ich mache nochmal darauf aufmerksam, dass ich das nicht gerne tue. Ich habe in zu vielen Stücken mitgespielt, wo sowas schief geht. Ich weiß, Liebling, aber im letzten Akt kommt dann alles wieder in Ordnung. Also geh da rein und lass die Tür auf, dann können wir uns unterhalten. Aber wohl fühle ich mich immer noch nicht dabei. Ida! Lass sie jetzt bloß nicht hier rein! Habe ich auch nicht vor. Ich wollte mich nur vergewissern, dass sie weg ist. Ida! Kann der liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst? Wenn man einmal alles vergisst, verblüht. Das erinnert mich an was. Das Lied? Auf der Tournee von Hochzeitsreise jeden Abend die bange Frage, ob du mit dem richtigen Ton anfängst. Clive! Und dann jeden Abend die bittere Erkenntnis, dass du es wieder nicht geschafft hast. Also entschuldige mal, das ist... Oh, entschuldige bitte. Macht nichts, du warst sowieso zu spät. Du siehst fabelhaft aus. Was machen wir hier oben? Du bekommst einen Kragen von Lionel. Nein, 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 nein. Ich weigere mich, neben meinem Verbrechen auch noch einen Sack gelegt zu bringen. Los, dreh dich mal um. Was, schon wieder? Und halt still, sonst er wirklich. Hey, 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 was glaubst du, was du gerade tust? Oh, welche Größe hat dieser Kragen? Genau 38,5. Prima, ich habe 39,5. Aber was ist ein Zentimeter unter Freunden? Schluck mal für mich, ich kann nämlich nicht mehr. So. Und die müssen wir so verstecken, dass sie niemand findet. Aber dass ich sie wiederfinde, wenn ich ins Lager zurück muss. Die Truhe, das geht. Da guckt eh niemand rein. Da sind nur Lionels Golfschläger drin. Was machen wir mit dem Lätzchen? Das kommt nach innen, du Dummkopf. Ach, Clive, ich freue mich wahnsinnig. Ich möchte zu gerne wissen, ob die Amanda heute Abend genauso viele Lacher bekommt wie ich damals. Und ich möchte wissen, ob der Elgit genauso viele blaue Flecken kriegt wie ich. Was willst du damit sagen? Du weißt genau, was ich damit sagen will. Die Auseinandersetzung am Ende des ersten Akts. Was ist damit? Hast du vergessen, wie du den Abend durchgedreht bist und mich fast erwürgt hast? Das ist nicht wahr. Und dann der letzte Schlag, bei dem ich in Ohnmacht fallen sollte. Nicht einmal hast du das richtige Stichwort abgewartet. Das ist eine unverschämte Lüge. Nicht einmal. Clive! Doch, einmal. Danke. Bei der allerletzten Vorstellung. Dabei war es so einfach. Dein letzter Satz hieß, Biest, Schwein, brutaler Hund, Saubesen. Und bei Saubesen solltest du zuschlagen. Und stattdessen kam der Schlag mit tödlicher Sicherheit, immer wenn ich nicht damit gerechnet habe. Zum Beispiel bei brutaler Hund. Ja, weil du nämlich nach brutaler Hund immer einen Gang gemacht hättest, ja? Wenn ich nicht zugeschlagen hätte, hätte ich quer über die Bühne latschen müssen. Mein liebes Kind, ich lag auf der Erde und du auf mir drauf.
Das vergesse ich nie. Kannst du den Text noch? Ja, natürlich. Also wie sollte ich den jemals vergessen? Gut, dann fang an mit deinem Satz. Das ist das Ende, weißt du noch? Ja, da habe ich an der Tür gestanden, richtig? Richtig. Okay. Fertig? Ja. Und los. Das ist das Ende. Für immer. So kommst du mir nichts davon. Oh, doch. Ich sage nein. Doch. Ich hasse dich, du brutales Schwein. Dich heiraten. Ha! Nü. Eher verrecke ich. Ich hasse dich. Ha! Wer will dich schon heiraten? Wenn du das letzte Weib auf der Erde wärst und auf Knien von mir rutschen würdest, du giftiger Vampir. Nie mehr will ich dich wiedersehen. Nie mehr, solange ich lebe. Ha! Lage gekommen? Meine Beine! Ihre Beine? Meine Beine sind weg! 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 Nein, nein, die müssen doch hier irgendwo sein! Oh, 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 meine Beine. Das Kitzel! Mr. Toop, sind Sie das wirklich? Selbstverständlich, Miss Killen, fühlen Sie sich jetzt besser. Besser als wir? Oh, Miss Killen, Sie müssen sich jetzt aber wirklich zusammennehmen. Diese Frau hat mich geschlagen. Was, welche Frau, Miss Killen? Was ist dir heute Abend vorgefallen? Mr. Toop, ich werde nichts sagen. Ja, aber ich muss es wissen. Nichts. Es soll unser kleines Geheimnis bleiben. Unser kleines Geheimnis? Als ich sah, was diese Frau mit Ihnen macht. Mit mir? Welche Frau? Mein Herz hat geblutet. Kein Wunder, dass sie Hosen trägt. Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der liest sie auf, der trägt sie heim. Und der Kleine? Der Kleine? Der packt sie alle. Hoffnungslos betrunken. Miss Killen, kommen Sie, Miss Killen, kommen Sie hier. Oh, was ist das? Riechen Sie. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Miss Killen, um Himmels Willen, Miss Killen, was hab ich getan? Miss Killen! Cognac. Kommen Sie, richten Sie sich auf und trinken Sie das.
Ida, Ida, komm zurück! Ida, Ida, Miss Gill, fühlt sie nicht wohl? Wieso nicht? Ja, keine Ahnung, ich bin gerade eben herangekommen und finde Miss Gill, also finde Miss Gill, ja, ich habe hier Miss Gill gefunden. Ah, ja. Ja, und meine Frau ist nicht da. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, in diesem Haus ist etwas Merkwürdiges geschehen. Was Sie nicht sagen. Ida, wieso ist Miss Killen hier? Ich sage kein Wort, wir sehen uns vor Gericht wieder. Vor Gericht? Um Himmels Willen, Ida! Ah. Hallo? Hallo? Ja, am Apparat, wer? Die Polizei, ach du lieber Gott. Ja, Herr Kommissar? Was? Ein deutscher Kriegsgefangener ist aus dem Lager entflohen. Ja, aber was hat das denn mit... Ach so, man hat ihn auf dem Weg hierher gesehen. Ja, ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. Ist er bewaffnet? Oh, ja, dann vielen Dank, Herr Kommissar, und gute Nacht, gute Nacht. Ach du lieber Gott, so kommt eins zum anderen. Miss Killen! Miss Killen! Wollen Sie nicht nach Hause gehen? Mit wem? Ach du Ida! Ida! Miss Killen, ich möchte Sie ja nicht beunruhigen, aber wissen Sie, heute Nacht läuft hier ein bewaffneter Mann herum. Her damit! Oh! Ida! Was? Ida, wo ist meine Frau? Sag nix. Ida, wieso ist Miss Killen hier? Von mir hören Sie kein Sterbenswort. Ich bin auch kein Zuhälter. Immer wieder. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, was haben Sie gesehen, Miss Killen? Mr. Tupi, ich werde nichts weiter sagen. Wenn Sie und Ihre Frau sich gerne auf dem Fußboden herumschlagen, dann ist das Ihre Sache. Auf dem Fußboden? Immer wieder. Ich habe Sie mit meinen eigenen Augen gesehen. Brutaler Hund, hat sie zu Ihnen gesagt. Ida, hat jemand meine Frau gesucht? Aus mir kriegen Sie nichts raus. Immer wieder. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, das sagten Sie bereits, Miss Killen, aber Sie haben noch nicht gesagt, was Sie gesehen haben. Mr. Tu, wenn Sie es vergessen wollen, dann werde ich es auch vergessen. Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ach, du lieber Gott. Ida, es hat keinen Zweck. Ich glaube, Miss Killen muss heute Nacht hier bleiben. Was? Ja, Miss Killen ist ohnmächtig. Ach, Quatsch. Die ist ja besoffen. Och, Ida. Die ist voll wie 1000 Russen. Ida, ich bin nicht verantwortlich für Miss Killens Zustände. Ja, wo hast du denn den Sherry hier? Ja, würdest du freundlicherweise mit den dummen Fragen aufhören und ein Bett für Miss Killen herrichten? Ja, ich hole eine Wärmflasche. Ja, hier. Und komm bitte sofort zurück und hilf mir, Miss Killen nach oben zu bringen. Wo ist Penelope? Ja. Hallo? Hallo? Ach, Sie sind es, Mrs. Chittet und Schulmondley. Entschuldigen Sie die Störung, hier spricht der Pfarrer. Ich habe mich gerade gefragt, ob meine Frau Sie vielleicht heute Abend besucht hat. Ja, wissen Sie, ein deutscher Kriegsgefangener ist aus dem Lager entflohen. Ja, er ist bewaffnet. Oh, ja, dann vielen Dank, Mrs. Chittet und Schulmondley. Und entschuldigen Sie die Störung, Mrs. Chittet und Schulmondley. Gute Nacht, gute Nacht. Was war denn das? Ist da jemand? Wo wollen Sie hin? Ah! Mrs. Ida, wo ist mein Golfschläger? Ja, in der Truhe, wo er hingehört. Auch wenn du mit deinen Unverschämtheiten nicht sofort aufhörst, Ida, werden wir uns leider trennen müssen. Zum Glück bin ich ja nicht für die verheiratet. Ida, wie kommt das hierher? Ja, mir gehört die nicht. Na, darüber bin ich mir vollkommen im Klaren. Ach, du lieber Gott. Ida, hast du die Haustür abgeschlossen, als du gekommen bist? Nee, aber ich habe es ja noch vor. Ja, geh sofort hin und schließ sie ab. Ja, aber ich wollte... Oh, steh ja nicht so blöd rum. Geh hin und schließ sie ab und komm sofort zurück. Ich habe mit dir zu reden. Oh, ich glaube, in diesem Haus ist etwas Schreckliches geschehen. Wir wissen's besser, was? Grässliches Mädchen. Die Polizei.
Polizei, die Polizei, die Polizei, die Polizei. Hallo? Hallo? Oh, guten Abend, wer sind Sie? Was wollen Sie? Ihren Anzug. Meinen Anzug? Heil Hitler. Wo? Jetzt habe ich es abgeschlossen. Mr. Tu? Mr. Tu? Ja, was ist denn hier los? Hallo? Hallo! Ach, Sie sind ja bloß die besoffene Kuh. Wo bin ich? Ja, da, wo Sie nicht hingehören. Oh. Was ist mit mir geschehen? Ja, da möchte ich auch gern wissen. Haben Sie gesehen, wo er hin ist? Hin, wer? Ja, nur er, Mr. Tu. Ach. Jawohl, ich habe es gesehen. Immer wieder, wie ein Entsetzen. Ich schenke ihn schon wieder an. Warum dreht sich denn das Zimmer so? Das ist nicht das Zimmer, das ist der Suff. Oh, Ida, ich fühle mich gar nicht wohl. Oh, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Bloß das nicht. Kommen Sie her, kommen Sie. Nehmen Sie noch einen Schluck. Auf einen mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Na, geht es besser? Ida, wenn es irgendjemand erfährt, bin ich ruiniert. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Tropfen Alkohol angerührt. Dann haben Sie ja jetzt alles nachgeholt. Wer ist denn das nun schon wieder? Wenn mich ja jemand sieht in diesem Zustand. Ja, können Sie allein gehen? Oh, selbstverständlich. Der Geist ist willig. Und die Knie weich. So, jetzt kommen Sie los in die Küche. Aber ja, ich komme doch schon. So, Sie bleiben jetzt hier sitzen und keinen Wuchs. Ich bin ja schon da. Was hat sie gesagt? Warum sollte ich hier bleiben? Sagt, wann Sie zurückkommen. Das hat ja nicht mal gesagt, dass Sie weg wollen. Ja, ist denn Mr. Tube auch nicht da? Ja, kann ich Ihnen Ihre Sachen abnehmen, Hoheit? Die Sachen, ja, bitte, ja, bitte schön. Ja. Oh, ja. Ist wieder schön geworden, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, Sie dachten ja eigentlich, Sie können das morgen. Ich denke doch, irgendwo wird sie für mich noch ein Bett finden. Ja, irgendwo. Was fuseln Sie denn da so rum? Ich bin Ida. Ida? Das erklärt natürlich alles. Na, Dienstmädchen. Hätten Sie nicht gedacht, so wie ich jetzt angezogen bin, Bad Hoheit. Wenn ich natürlich gewusst hätte, dass Sie kommen, da hätte ich mich ausgezogen. Wissen Sie was? Setzen Sie sich hin. Ich hole Ihnen was zu essen. Danke, danke. Ich möchte nichts essen. Nee, aber setzen können Sie sich doch. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin heute wirklich ganz schrecklich nervös. Fehlt Ihnen etwas? Ja, und wie? Oh, ich will das hier nur loswerden. Oh. Was war denn das? Warte. Hat da nicht jemand gestöhnt? Nee, das war meine Neuritis. Neuritis? Darunter leide ich auch hin und wieder. Meine sitzt im Arm. Und meine im Schrank. Guten Abend. Heil Hitler!
Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh. Langen Sie nur kräftig zu, Hoheit. Fühlen Sie sich wie zu Haus. Ach bitte, junge Frau, kommen Sie doch mal her. Lebt Ihr Bruder auch in diesem Haus? Ich habe überhaupt keine Bruder. Aber nur vor einer Minute war ein Verrückter hier im Zimmer. Was? Er ist mit einem Brecheisen auf mich losgegangen. Ja. 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 In der Küche, da ist noch was Limonade. Ich will keine Limonade. Ich will wissen, wer da eben auf mich losgegangen ist. Ja, vielleicht war es Fatima. Wer? Fatima Morgana. Fatima Morgana, ach was? Ein Mann in Unterwäsche ist hier reingekommen und hat mich mit einer Brechstange bedroht. Ja, wo ist er denn hin? Ja, darauf habe ich ja eben auch nicht geachtet. Ach, kost ja nix. Sie setzen sich jetzt hier hin und denken an den heiligen Geist. Hoheit. Penelope! Onkel, ja, wie schön, dich zu sehen. Ja. Du wolltest doch erst morgen kommen. Ich weiß, mein Kind, aber dieses Hotel, du kannst es dir nicht vorstellen. Nach dem Essen habe ich ganz einfach meine Sachen gepackt und bin geflüchtet. Und hast hier ganz alleine rumgesessen? Nein, nein, nicht ganz alleine. Ach, Ida. Ja, danke, Ida, du kannst jetzt. Kann ich Sie mal sprechen? Aber allein. Nicht jetzt, Ida, morgen früh. Sie wissen doch ja nicht, was hier passiert ist. Keine Sorge, ich werde Mrs. Toop alles erzählen. Oh, ich meine doch nicht, dass Sie meinen. Miss Killen. Denk jetzt nicht an Miss Killen, Ida. Leg nur die Flaschen in das Bett des Bischofs. Ja. Mit mir kann man's ja machen. Das habe ich mir gedacht. Eiselkalt. Tu bitte noch mal Wasser rein, aber diesmal heißes. Ja, was ist denn mit dir los, Ida? Das ist der Alkohol, mein Kind. Soll ich Ihren Mantel aufhängen? Nein, das mache ich schon selbst. Ja, aber hier. Also bitte, ich habe mein Möglichstes versucht. Also, mein Kind, was ja, ist Onkel, denn hier los? Ja, du wolltest doch erst morgen kommen. Was ist denn das für ein Gegröle? Das, ja, das ist das Radio. Das Radio? Oh. Ich mache es sofort aus. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, lieber Onkel, du bist bestimmt sehr erschöpft. Warum gehst du jetzt nicht bitte zu Bett? Nein, Penelope, ich will nicht ins Bett. Ich will wissen, was hier los ist. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, was ist denn mit deinem Dienstmädchen los? Und wer war der Verrückte, der mich noch vor fast 5 Minuten umbringen wollte? Was? Ach, ich habe keine Lust, alles nochmal zu erzählen. Ich will lediglich erwähnen, dass ein Verrückter, ein irrer Mensch, aus dem Nichts aufgetaucht ist und mich mit einem Feuerhaken bedroht hat. Onkel! Er ist auf dieselbe geheimnisvolle Weise verschwunden, wie er reingekommen ist. Und als ich dein Dienstmädchen um eine Erklärung bat, leugnete sie irgendetwas davon zu wissen, wie ich fand, sehr plump. Tja. Ja, 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 ja. Also bitte, Penelope. Höre auf, mich wie ein kleines Kind Trink zu behandeln. Noch ein ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Ich und entschuldige viermal, wenn ich das ausspreche, wie ich glaube, der einzige Mensch hier in diesem Hause, der das von sich aus behaupten kann. Ich möchte wiederholen. Ich bin von einem Verrückten angegriffen worden. Er ist die Herr. Hier hereingekommen, fast nackt, und hat ein Brecheisen geschwungen. Penelope! Gerechter Gott, bist du tot? Das ist ja furchtbar! Oh,
Nur ohnmächtig. Luft! Luft! Ha, wo ist denn bloß dieses blödsinnige Dienstmädchen? Ja, was um Himmelschen, was machen Sie denn da? Ich bitte. Oh! Was haben Sie mit Penelope gemacht? Sie ist ohnmächtig. Wieso? Woher soll ich das wissen, dass sie öfter ohnmächtig ist? Woher soll ich das wissen? Also jetzt hören Sie mal zu. Knien Sie da nicht andächtig so rum. Junger Mann, helfen Sie mir lieber, Sie auf das Sofa zu legen. Ah, Sir. Vorsicht, nicht schütteln! So. Ich hole jetzt den Cognac. Also, ich verstehe das nicht. Vorhin war es noch völlig in Ordnung. Muss der Schock gewesen sein, als ich Sie gesehen hat. Was? Für mich war es auch ein Schlag, das können Sie mir glauben. Es ist besser, Sie sehen Sie zuerst, wenn Sie wieder zu sich kommen. Wieso? Es wird Ihr Mut machen, hier. Das wage ich zu bezweifeln. Penny, Penny, hier trinkt man einen Schluck. Penny, Penny. Sie wird gleich wieder auf den Beinen sein. Penny! Sagen Sie mal, haben Sie einen Trichter oder einen Strohhalm oder sowas? Mein lieber Tub. Was haben Sie gesagt? Was? Ich habe gefragt, was haben Sie gesagt? Ich habe nichts anderes gesagt als mein lieber Tub. Ja, warum haben Sie das denn getan? Sie wären doch wohl nicht ohnmächtig. Nee, leider nicht. Jetzt muss ich noch mal einschenken. Aber bitte ganz voll, ja? Für Penelope. Wie? Ach so, ja, klar. Geben Sie mir die Flasche. Hier, diese hier, Hoheit. Ja, gib sie mir schon her und verschwinde. Bitte. Verschwinde! Wir werden die Wärmflaschen am besten. Du, wo sind Sie denn? Ach, da sind Sie ja. Was machen Sie denn da unten? Ich habe die Kollekte vom Sonntag runterfallen lassen. Was? Aber ich habe sie gefunden, da ist sie. Ist sie schon wieder zu sich gekommen? Sieht nicht so aus. Nehmen Sie die Cognac, ich lege ihr die Flasche unter die Wärmflasche. Sollten wir nicht lieber einen kalten Schlüssel auf den Rücken legen? Ja, tut man. Ja, klar, immer. Wissen Sie was? Bleiben Sie hier, geben Sie den Cognac, ich laufe los und suche meine Uni. Ich meine, ich hole einen Schlüssel. Sie brauchen gar nicht erst zu suchen, ich habe einen Schlüssel bei mir. Ach, das ist doch der Schlüssel für den Opferstock. Der ist doch viel zu klein. Bleiben Sie hier, geben Sie den Cognac, ich suche den Schlüssel zur Sakristei. Kommt sie zurück, sie kommt wieder zu sich. Sie muss sie doch zuerst sehen. Also los, sagen Sie was. Was soll ich denn sagen? Irgendwas oder singen Sie ihr was vor. Vielleicht beruhigt sie. Singen, singen ist gut. Kann denn liebe Sünde sein? Wie kommt hier der Onkel rein? Ja, was soll denn das? Penny, Penny, kannst du mich hören? Penny, 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 Penny. Wollen Sie das aber wirklich nicht so an? Sie sind an einem Krankenbett und nicht an einer Telefonzelle. Also los, weg, gehen Sie weg da. Penelope, mein Kind. Onkel. Ja. Ich sehe alles verkehrt rum. Die Cognac, schnell, die Cognac. Bleib ganz ruhig, mein Kind. Bleib ganz ruhig, mein Kind. Wie lange dauert es, wenn man sich scheiden lässt? Was? Wie lange dauert es, bis man geschieden ist? Bleib ganz ruhig, mein Kind. Bleib ganz ruhig, mein Kind. Hör auf, mich zu schlagen. Hören Sie auf, sie zu schlagen. Au! Penelope, mein Kind, du bist überrannt. Ja, das kann man wohl sagen. Was hat dir dieser Mann angetan? Ich habe überhaupt nichts getan. Halten Sie den Mund. Ich rede mit Ihrer Frau. Seine Frau? Ich seine... Ach, du meinst, dass ich seine Frau? Nein, also ich... Wir hätten den letzten Gin nicht trinken sollen. Den letzten Gin? Also so ist das. Ihr seid bald getroffen. Nein, nein, auch nicht. Ich bin entsetzt. Ja, willst du jetzt schon weggehen? Ich gehe nicht weg. Ich gehe ins Bett und wir sprechen uns morgen früh. Aber hört doch bitte mal zu. Von Ihnen will ich überhaupt nichts mehr hören, Mr. Tuch. Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Oh, diese Ratte. Diese hinterlistige kleine Ratte. Ach, hinterlistige Ratte würde ich ihn nicht nennen. Ist ein richtiger kleiner Komiker. Von wem sprichst du? Von deinem Onkel. Na, ich rede von meinem Mann. Oh, was mach ich bloß mit dem? Ich will dir genau sagen, was du machst. Du wirst mit deinem Onkel hingehen, wirst ihm alles erklären und wirst ihm sagen, dass ich nicht dein Ehemann bin, sondern ein alter Bekannter. Und dass dein Ehemann ein sehr guter Ehemann ist, der im Augenblick... Der im Augenblick in den Armen einer Frau liegt, in diesem Wandschrank. Was? Wenn ich dir sage, Leinen ist da drin, in den Armen dieser Frau. Welcher Frau? In meinem Leben gibt es nur eine Frau. Miss Killen. Was machen die da drin? Schlafen. Glaube ich nicht. Wenn ich dir doch sage, Leinen ist da drin, mit nichts an. Was? Mit nichts an, außer seiner Unterwäsche. Hoffentlich erkältet er sich nicht. Schläft in den Armen von Miss Killen. Und was willst du jetzt machen? Ich mache einen Mordskrach und hole die beiden da raus. Meinetwegen, aber erst will ich meine Uniform wieder anziehen, denn eine solche Situation erfordert eine militärische Ausrüstung. Jawohl, hier ist sie. Nein, ist sie nicht. Was? Ja, sie ist weg. Wie weg?
weg! Nein, bitte nicht das... Was ist mein Kopf? Ich habe meine Uniform verloren! Warum regst du dich denn so auf? Wir wissen noch gar nicht, ob sie wirklich weg ist. Und selbst wenn, dann kaufst du dir eben eine neue. Kaufen? Eine Uniform kaufen? Lieber Gott, gib mir die Kraft, dass ich diese Frau nicht umbringe. Und wie soll ich ohne Uniform ins Lager zurück? Kannst du mir das sagen? Geh doch, wie du bist, und beschlich dein General, dass er den Mund hält. Penelope, Penelope, ich will meine Uniform, verstehst du? Ich will meine Uniform! Hör auf, hier so rumzubrüllen! Du bist hier nicht auf deinem Kasernenhof, vergiss das bitte nicht. Also wirklich, wenn man sowas bei der Armee lernt, solltest du aber so schnell wie möglich kündigen. Kündigen, Penny! Bitte halt deinen dummen Mund und frag deinen schwachsinnigen Mädchen, ob sie die Uniform gesehen hat. Woher soll Ida denn wissen, wo die Uniform ist? Und überhaupt, wie soll ich Ida erklären, wie die Uniform in die Truhe gekommen ist? Penelope, ich liege auf den Knien vor dir. Ich flehe dich an, steh nicht dumm rum, tu was. Ich will meine Uniform. Rutsch nicht auf dem Fußboden herum, du machst die Bügelfalten kaputt. Halt auf die Bügelfalten, ich suche meine Hose. Wo ist meine Hose? Hör zu, ich habe noch einen alten Kind. Den ziehst du an und sagst, du wärst jetzt bei der schottischen Gebirgsmarine beigetreten. Ich will meine Uniform! Wenn du das noch einmal sagst, hau ich dir eine runter! Wenn du sie nicht findest, geh ich zum Bischof und erzähl ihm alles. Das tu ich wohl. Das tu ich wohl. Der Bischof wird erfreut sein, zu erfahren, was du für einen Ehemann hast. Ich höre, Mr. Tub, ich höre. Überleitung. Ich dachte, du wärst längst ins Bett gegangen. Das war ich auch schon, aber dann höre ich diesen Lärm hier unten. Wir haben uns nur unterhalten. Ja, wie zwei betrunkene Matrosen. Jetzt hören Sie doch mal zu. Ich höre. Ach, lassen wir das. Entschuldigung. Ja, kann ich Sie denn jetzt mal sprechen? Aber allein. Oh, bitte, wenn ich stören sollte. Ja, danke, Hoheit. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Ida, ich willst du bitte ins Bett? Ja, aber wenn ins ich... Ins Bett! Also dann, gute Nacht, Mrs. Tube. Gute Nacht, Hoheit. Nenn mich nicht dauernd Hoheit. Nein, heiliger Vater. Penelope, würdest du bitte dieser unglücklichen Seele erklären, dass ich weder Agakar noch der Papst noch der Erzengel Gabriel bin? Und was Sie betrifft, junger Mann, ja, wo steckt er denn schon wieder? Hier bin ich. Ach, da sind Sie. Penelope, was verheimlichst du mir? Nichts, gar nichts. Es ist jetzt schon sehr spät, lass uns morgen früh darüber reden und geh jetzt bitte zu Bett. Ich gehe nicht eher ins Bett, bevor ich nicht weiß, was hier los ist. Ich habe genau gehört, wie dieser Mann gesagt hat. Wenn du sie nicht findest, gehe ich sofort nach oben zum Bischof und werde ihm alles erzählen. Was wollte er damit sagen? Nichts, gar nichts. Oder doch, Liebling? Aber nein, aber nein, Papa. Und ich nehme an, es hat auch nichts zu bedeuten, als sie sagt, er würde gerne hören, was du für einen Ehemann hast. Penelope, bitte sag ihm die Wahrheit. Der hopst dir sonst das Sofa kaputt. Ich hopse wie ich will. Und wir dachten jetzt... Nein, Penelope, jetzt rede ich mit deinem Mann. Er ist nicht mein Mann. Was? Er ist nicht mein Mann. Wir sind nicht verheiratet. Ihr seid nicht verheiratet? Gar nicht verheiratet! Ich muss mich setzen. Barmherziger Gott, was war denn das? Das war eine Eule! Eine Eule? Eine Eule? Nein, das war ein Eichhörnchen. Was? Eine Eule war das gar keine Frage. Es klang wie eine Frau, die Hilferuf war, sie hier raus. Also ich meine, es kam von draußen, aus dem Garten. Hast du was am Auge? Ach so, klar, es war von draußen. Ich bin mir sicher, es war hier raus. War schon wieder. Herbst. Was? Der Ententeich. Was? Jemand ist in den Ententeich gefallen. Aber wir haben überhaupt gar keinen Ententeich. Natürlich haben wir einen Ententeich. Wir müssen einen Ententeich haben. Jeder Mensch hat einen Ententeich. Kommen Sie, Bischof. Wir schauen uns draußen mal um. Aber ich bin doch gar nicht richtig angezogen. Das wird die Enten kaum stören. Es ist doch kalt. Ja, was willst du damit sagen? Wenn ich mich draußen mit dem Bischof beschäftige, lässt du deinen Mann hier raus. Ja, und dann? Dann könnt ihr beten. Hört ihr nicht, der Frau Oetker an? Lass sie raus. Lass im Himmels Willen sofort raus, sonst denkt der Bischof, ich bring dich um. Kommen Sie schon da raus, Sie. Sie. Oh, da drin. Ein Mann, noch ein Mann. Miss Killer! Sie hat keinen Zweck, sie anzukunden, sie ist ohnmächtig. Mach auf, lass mich rein, es ist kalt hier. Oh nein, ich kann nicht mehr. Was ist denn das? Es ist jemand an der Haustür. Nein! Ja! Lass mich rein, schnell, lass mich rein! Ich werde jetzt verrückt, ich werde jetzt langsam verrückt! Doch jetzt, halt dich doch zusammen! Du wach doch endlich auf! Halt die Schnauze! Nein! Was sagst du mir, drauf dir mich killen um die Ohren! Was machen die denn da drinnen? Ah! Hör auf, mich so weit zu rollen! Nein, sie ist der! Penelope! Halt mich rein! Nein! Du bist doch! Wer nicht!
was ich Ihnen schon die ganze Zeit sagen wollte. Ich jetzt, Füße! Ja, was macht sie denn da draußen? Also lassen Sie ihn doch, die kleine Freude. Eine Viertelstunde. Ja, wie schön. Ja, das freut mich. Möchten Sie nicht... Nein? Danke. Ihr Hut und Ihr süßer kleiner Schatz. Danke, Ida. Du warst mir eine große Hilfe. Ach, kostet ja nichts. Und wenn Sie doch jemanden loswerden wollen, brauchen Sie bloß zu rufen. Entschuldigen Sie mich. Nein, ich muss um Verzeihung bitten, hier so hereinzuplatzen. Das macht doch überhaupt nicht. Aber Sie sind doch sicher. Was? Was? Oh, ich wollte nur sagen, dass Sie sicher überrascht sind, mich zu sehen. Überhaupt nicht. Nein? Auf einen mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an, Darlan. Falls es Ihnen Ungelegenheiten machen sollte, Mrs. Toot, ich meine, dass ich hier bei Ihnen wohne, wäre ich gerne bereit, mir ein Zimmer im Gasthaus zu nehmen. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Mein Name ist übrigens Humphrey. Ada Humphrey. Das ist ja wirklich fabelhaft. Da lang! Entschuldigen Sie, Mrs. Toot, als ich im Fahrplan nachgesehen habe, musste ich leider feststellen, dass es keinen Zug gibt, der mich rechtzeitig hierher für den Dalang Gottesdienst bringt. Also, wenn ich nur wüsste, wo ich den unterbringen soll. Was denn? Was? Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich habe Sie bestimmt unterbrochen. Was haben Sie gerade gesagt? Dürfte ich jetzt bitte Mr. Toob sprechen? Mr. Toob. Mr. Toob. Ach, Mr. Toob? Ja, natürlich, Mr. Toob. Ja, ja, der schwirrt hier auch irgendwo rum. Schwirrt hier rum? Mrs. Toob, Sie sind doch Mrs. Toob. Mehr oder weniger. Haben Sie irgendeinen Kummer, Mrs. Toob? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht! Aber diese ganzen Leute, die ich hier gesehen habe, hier durchs Zimmer laufen. Ach, die? Ja, ja, lassen Sie sich von denen nicht stören. Das ist nur das Erntedankfestspringen. Erntedankfestspringen? Ja, das ist so ein Spiel, was man hier zum Erntedankfest spielt. Macht unheimlich viel Spaß. Möchten Sie nicht mitspielen? Nein, danke, ich spiele nicht. Singen Sie.
Tut mir leid, Mrs. Toop, ich kann leider nicht singen. Ich lese gelegentlich vor, aber singen kann ich nicht. Ja, wollen Sie mir nicht was vorlesen? Jetzt? Ja. Ja, was soll ich denn vorlesen? Kennen Sie das Gespenst von Canterville? Tut mir leid, Mrs. Toop. Aber ich könnte es vielleicht mit Das Einhorn von den Sternen von William Butler Yeats versuchen. Das kenne ich nämlich auswendig. Ich schließe in mein Gebet ein. Jeden, der mir hilft. Mittwoch mehr in Raphael. Sonntag helf ihm Gabriel. Oh, Mrs. Toop. Bitte. Mrs. Toop. Oh, da leidet jemand Not im Schrank. Sei tapfer, Humphrey. Sei tapfer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist wer? Dieser Mann, dieser schreckliche Mann. Sollten wir uns nicht lieber hinsetzen? Nein! Ich muss aus diesem Haus raus. Dieses gottlose Haus. Gottlos, aber wir sind im Pfarrhaus. Pfarrhaus hin, Pfarrhaus her. Man hat mich überfallen. Was? Vergiftet. Was? Besudelt. Oh. Oh. Und morgen ist Erntedankfest. Was werden wir ernten? Hoffentlich eine große Kollekte. Gnädige Frau, setzen Sie sich doch. Ach, Sie sitzen ja schon. Und jetzt müssen Sie mir alles erzählen. Oh nein, nicht alles. Gut, gehen Sie so weit, wie Sie nur irgend können. Sind wir allein? Oh, 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 oh. Sind wir allein? Oh, oh, das dürfen Sie nicht tun. Das sind verbotene Früchte. Ja, vor einer Minute war sie noch hier. Sie darf mich hier nicht finden. Es ist alles ihre Schuld. Was denn? Ich bin unschuldig. Ja, ja, ich weiß, aber was ist denn mit ihrer Unschuld? Oh, bringen Sie mich weg. Bitte, bringen Sie mich weg. Nein, ich bin verheiratet. Nicht, was Sie denken. Versucht sich jetzt Ihr Glück bei Ihnen, nur nicht weich werden, ist nicht ganz nicht, Sie wissen schon. Oh, oh, ich, oh Gott. Ich? Nicht ganz dicht? Das ist eine Beleidigung. Das ist Nötigung, Notzucht. Das ist mir, das ist mir, das, jetzt geht das Ganze schon wieder von vorne los. Also los, komm, 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 ab mit dir. Husch, husch, in Körbchen. Aber warum stellen Sie sie denn in den Schrank? Die darf nicht aus dem Schrank, nie. Das ist ein ganz schwerer Fall. Dabei ist sie ja eigentlich ganz harmlos. Aber immer wenn sie einen Pfarrer sieht, Liebesdoll, verstehen Sie? Natürlich, natürlich. Aber wer war denn der, der da hereingerannt kam? Ach, fragen Sie mich lieber nicht. In dem Haus passieren Sachen, die würden Sie sowieso nicht verstehen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, wo Sie schon mal da sind, wollen Sie eine Tasse Kaffee? Nein, nein, keinen Kaffee, vielen Dank. Aber vielleicht dürfte ich ein Glas Milch haben. Heiß oder kalt? Warm. Warm. Auch das. Und wenn was passiert, tun Sie so, als ob nichts passiert. Kapiert? Wenn was passiert, tue ich so, als ob nichts passiert. Habe ich kapiert. Vielen, vielen Dank. Ja, das war wunderschön. Was denn? Ja, Ihr Vortrag. Wie wäre es jetzt mit etwas aus der Irren von Chaillot? Sie ist wieder im Schrank. Hatten Sie eine anstrengende Fahrt? 12 Kilometer.
Reiter und kein Speisewagen. Ja, mein Gott, Sie müssen ja ganz schlapp sein. Jetzt legen Sie erstmal Ihre Füße hoch und ich mixe Ihnen. Hals und Halt. Ich will mir keinen Halt und Halt. Ach was, natürlich möchten Sie. Denn wir kommen alle, meine Freunde. Da lang. Also los, trinken Sie. Einen Schluck vielleicht. Das war köstlich. Also ich muss ja sagen, ich trinke sonst nie, aber das war wirklich deliziös. Das Glas. Würden Sie bitte? Aber ja. Fühlen Sie sich schon besser? Natürlich, natürlich. Habe ich's nicht gleich gesagt? Und jetzt legen Sie sich erstmal hin und machen ein Nickerchen. Bei Sonnenstich geht nichts über Schlafen. Sonnenstich? Sie sind verrückt. Sie sind alle verrückt. Ich muss was trinken. Entschuldigen Sie, ich habe mich so erschrocken, Mr. Toop. Mr. Toop, ich kann nicht länger verhehlen, dass ich zu der Ansicht neige, dass in diesem Hause lauter Verrückte herumirren. Sie können das beurteilen, ist doch Ihr Haus, Toop. Das ist doch das Pfarrhaus, Toop. Warum fragen Sie mich, Toop? Warum nennen Sie mich eigentlich immer Toop, Toop? Sind Sie denn nicht Toop, Toop? Nein, mein Name ist Humphrey. Ach so, Sie sind der richtige Humphrey, alles klar. Haben Sie hier vielleicht eine Soldatenuniform gesehen? Eine Uniform? Ja, du auch. Finden Sie nicht, Sie sollten sich ein wenig hinlegen? Erntedankfestspringen macht doch mit Sicherheit wahnsinnig müde. Ach, da bist ja, du. Ja, da bin ich. Hast du meine Uniform gesehen? Ich habe gerade gedacht, das wäre dein Mann. Spinnst du? Entschuldige mal, wir sind doch beide von derselben Truppe. Hast du meinen Onkel gesehen? Deinen Onkel, ja. Das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, war sein Hechtsprung in die Stachelbeere. Ja, hol ihn sofort da raus! Ich wollte mich gerade ein bisschen hinlegen. Der was wolltest du? Ja, ja, ich war in der Tat der Meinung, dass er etwas angegriffen aussieht. So, hier kommt die Milch. Das ist gesund. Danke. Sagen Sie mal, hat er den bestimmten Grund? Hä? Ja, warum verstecken Sie sich denn immer, wenn ihr ins Überkommen? Ida, für dich würde ich auf die Wände hochgehen. Ach, Sie sind mir aber einer. Aber keine Angst, Mr. Toop erfährt kein Wort. Danke, Ida, du kannst jetzt gehen. Ja, Mrs. Toop. In Uniform gefallen Sie mir viel besser. Ich mir auch. Apropos, du hast meine Uniform natürlich auch nicht gesehen. Natürlich. Natürlich ja, natürlich nein. Natürlich ja. Und wo ist sie? In der Küche. In der Küche, in der Küche. Sie ist in der Küche. In der Küche. Na, sowas in der Küche. Ja, ja. Ich habe sie sicherheitshalber da versteckt. Ida, ich liebe dich. Ach, Clive. Also, Ida, bring sie bitte hierher. Ja, Mrs. Toop. Ja, nun lauf schon. Ja, Mrs. Toop. Er liebt mich. Sie dürfen Ida gar nicht weiter beachten. Sie ist nur ein bisschen, ach, Sie wissen schon. Mrs. Toop, Sie sind doch Mrs. Toop. Doch, doch, bestimmt, das kann ich beweisen. Ich kann nicht umhin festzustellen, dass meine Anwesenheit in diesem Haus Ihnen Ungelegenheiten macht. Darf ich mit Ihrem Einverständnis rechnen und mir für heute Nacht eine Unterkunft im Dorfe suchen? Aber ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen entschuldigen soll. Erzähl ihm doch einfach die ganze Geschichte. Sie sind bestimmt sehr tolerant. Meine Frau behauptet das jedenfalls. So, warum haben Sie sie nicht mitgebracht? Mr. Toop! Sie sind doch Mr. Toop! Ja, wissen Sie, genau das ist der springende Punkt. Um ganz genau zu sein, mein Mann ist nämlich gerade mal draußen und kann jeden Augenblick zurückkommen. Was? Er ist... Ja, warum gehst du denn nicht raus? Endlich, Mr. Toop! Hilf meine Frau! Mach dich das auch so nervös, wenn du nicht weißt, wo du jemanden schon mal gesehen hast? Scheißegal, wo du denn schon mal gesehen hast. Wo bleibt Ida mit meiner Uniform? Ja, woher soll ich das wissen? Oh, schau mal, unser lieber kleiner Freund. Und? Ja, was hatte denn? Er wird müde sein.
Nein, er ist ohnmächtig. Der Glückliche. Aber wir können ihn hier doch nicht so liegen lassen. Richtig. Wo ist der Staubsauger? Er kommt zu sich. Verbinde. Eine bessere Frage ist Ihnen auch nicht eingefallen. Hier, gib ihm was davon. Hier, trinken Sie das. Luft, Luft. Er will Luft. Luft? Mit Soda? Ach so, Luft. Ich weiß schon, kommt mit. Wir haben noch welche gehabt. Ja, wo willst du mit ihm hin? Nur mal eben zum Ententeich. Nie die Hoffnung aufgeben, Penelope. Nie die Hoffnung aufgeben. Auch du hast deinen Schutzengel. Oh, hallo. Kommen Sie doch bitte herein. Hören Sie zu. Ich bin ein verzweifelter Mensch. Ich bin auch nicht ganz ohne Sorgen. Wissen Sie, wer ich bin? Ich habe den ganzen Abend überlegt, wo ich Sie schon mal gesehen habe. Draußen im Garten sind Leute. Die machen Jagd auf mich. Was? Aber nein, im Gegenteil. Das hat überhaupt nichts mit Ihnen zu tun. Ich sage Ihnen, die sind hinter mir her. Ja? Dann würde ich mich aber so schnell wie möglich auf die Socken machen. Ja, um Gottes Willen, stecken Sie das Ding weg. Vielleicht ist die geladen. Sie ist geladen. Was? Seien Sie still. Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, helfen Sie mir. Ja, aber. Sie kommen, setzen Sie sich hin. Hören Sie zu. Ich bin Ihr Mann, haben Sie verstanden? Oh nein, das sind Sie nicht. Das weiß ich ganz genau. Ihr Mann oder Ihr Leben? Und Sie bleiben dabei, dass Sie nicht Mr. Toop sind. Fangen Sie nicht schon wieder damit an. Natürlich ist das nicht Mr. Toop. Das hier ist Mr. Toop. Was? Nicht wahr, Liebling? Jawohl. Sie sind ja von der ganz schnellen Truppe. Vor 5 Minuten sehe ich Sie noch am Ententeich in Unterhosen. Und jetzt sitzen Sie im schwarzen Anzug. Ja, so ist er nun mal. Nicht wahr, Liebling? Hä? Sieht sich immer schneller an als aus. Mrs. Toop, dürfte ich vielleicht, ich muss. Aber ja, natürlich. Oben, 2. Tür links. Penny, hast du deinem Mann was angedeutet? Und hat er was angedeutet von sich und, Aber ja, natürlich. Das war alles nur ein Missverständnis. Ein großes Missverständnis. Nicht wahr, mein Engel? Missverständnis? Das nennen Sie ein Missverständnis, wenn Sie durch den Garten laufen in Unterhosen. Aber ja, natürlich. Wollen Sie schon gehen? Ich, Nein, ich wollte mir nur ganz schnell die Hände waschen. Waschen Sie sich von mir aus, was Sie wollen. Aber sagen Sie mir erst, ob Sie es auch für ein Missverständnis halten, wenn jemand durch den Garten läuft in Unterhosen. Ich bin noch nie durch den Garten in Unterhosen gelaufen. Werden Sie jetzt auch verrückt? Ich weiß nicht recht. Bevor ich in dieses Haus kam, war ich geistig völlig gesund. Haben Sie gerade gesehen, was ich gerade gesehen habe? Was haben Sie denn gesehen? Liefen da nicht ein paar Unterhosen die Treppe hoch? Ja, aber da war doch noch was drin. Hast du es auch gesehen? Ja. Und wer war das? Der Pfarrer. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, das ist dein Mann also. Wer sind Sie und versuchen Sie nicht... Bleiben Sie stehen! Was? Keiner rührt sich von seinem Platz. Was zum Teufel? Der Erste, der auch nur einen Schritt macht, kriegt eine Kugel in den Kopf. Aber Mr. Toop! Das ist nicht Mr. Toop! Nein! Nein! Aber Sie haben doch gerade ihm gesagt, das ist Mr. Toop! Oh. Spiel dich hier nicht auf, das kannst du zu Hause auf deiner Kanzel machen. Ich habe ja viel übrig für Missverständnisse. Wenn du noch einen Schritt machst, dann knall ich dich ab, du Tommy! Tommy? Das ist ein Deutscher. Was? Ein Hunde? Nein. Doch. Pass mal auf. Heil Hitler. Heil Hitler. Siehst du, der kann nicht anders. Du eingebildeter englischer Pfaffe. Aufgeblasenes deutsches. Hey, den Garagenschlüssel. Sie wollen unser Auto nehmen? Jawohl. Sie werden nicht weit kommen, das Benzin ist alle. Stimmt das auch? Ja, wir haben gerade unsere Feuerzeuge gefüllt. Wollen wir uns nicht hinsetzen? Wir haben einen anstrengenden Abend hinter uns. Aber keine Dummheiten. Keine Dummheiten. Wollen Sie sich nicht setzen, Herr Kollege? Aber ich will mich eigentlich gar nicht hinsetzen. Setzen! Jawohl! Und jetzt? Hä? Wir können doch nicht den ganzen Abend hier rumsitzen. Hören Sie, im Garten sind Soldaten, die nach mir suchen. Ja? Jawohl. Haben wir aber Glück gehabt. Na, Sie haben Glück, dass Sie kein Soldat sind, sonst wären Sie jetzt schon tot. Ach, ich ein Soldat. Hier ist Ihr... Setzen Sie sich hin, aber ein bisschen plötzlich! Wohin führt diese Tür? Das ist nur ein Schrank. Rein da, Sie beide. Aber ich glaube, der ist schon besetzt. Wer ist da drin? Agatha Christie. Rein da, sofort. Halt, jetzt hören Sie mal genau zu. Wenn hier irgendjemand in das Zimmer kommt, werden Sie keinen Ton von sich geben. Lassen Sie das. Dieser Revolver wird immer auf die Dame gerichtet sein. Wenn Sie versuchen sollten, auf irgendeine Weise zu fliehen, werde ich schießen. Verstanden? Ich denke schon.
Vielleicht wiederholen Sie es lieber noch einmal. Was soll Liebling? Liebling? Ja, dann sind Sie ja Mr. Toop. Wollen Sie sich kennenlernen? Rein da, Sie auch. Das können Sie mit mir nicht machen. Das kann ich nicht. Doch. Genau betrachtet können Sie. Verzeihen Sie, ist der Platz noch frei? Ja, bitte, schalten Sie mal. So, jetzt brauche ich erstmal Geld. Geld? Aber ja, natürlich, ich gebe Ihnen einen Scheck. Ich brauche Bargeld. Sie müssen Geld im Haus haben. Wo ist es? In meinem Schlafzimmer. Ich werde es Ihnen holen. Wir werden es gemeinsam holen. Zu spät. Sie kommen. Vergessen Sie nicht, ich bin Ihr Mann. Wie heißen Sie? Penelope. Penelope und weiter. Toop, Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen werden. Ich hoffe es sehr, um Ihretwillen. Sie brauchen nicht, um rauszugehen. Wer ist das? Mein Onkel. Ihr Onkel? Dann weiß er, dass ich nicht Ihr Mann bin. Er wird mich verraten und ich muss Sie erschießen. Wenn Sie Ihren Mund halten, werde ich meine Haut schon retten. Und meine? Nach Ihnen immer mit der Ruhe treiben und sich aufzuregen. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Aber ich wiederhole, einer Ihrer Leute hat mich absichtlich ins Kürbisbeet gestoßen. Er hat doch nur seine Pflicht fürs Vaterland getan. Er dachte, Sie wären der Mann, den wir suchen, der deutsche Gefangene, verstehen Sie? Aber ich wiederhole... Übrigens, woher soll ich wissen, dass Sie es nicht sind? Sie haben es mir noch nicht bewiesen, Freundchen. Freundchen? Penelope, würdest du bitte diesem Herrn erklären, wer ich bin? Aber natürlich, Onkel Dudley. Sergeant, das ist mein Onkel, der Bischof von Lex. Ein Bischof? Teufel auch! Entschuldigen Sie, Bischof, war nicht so gemeint. Onkel Dudley, was ist denn überhaupt passiert? Also, sehen Sie, es ist nämlich so, wir suchen einen Deutschen, der aus dem Lager geflohen ist, nicht? Einer von uns hat gesehen, wie jemand in Ihrem Garten verschwunden ist, nicht? Also schicken wir einen Spähtrupp hierher und die stoßen auf dieses alte Ross hier. War nicht so gemeint, Sir. Wie er mit dem Kopf voran im Stachelbeergebüsch steckt. Die sahen nichts als seine Beine und dachten zunächst, er wäre eine Schubkarre. Also, Sergeant, ich kann Ihnen versichern, mein Onkel ist nicht der Mann, den Sie suchen. Nicht? Also gut, das wäre das, aber sagen Sie, Sie haben nicht zufällig jemand gesehen, der sich hier rumtreibt? Nein, leider nicht. Also gut, das wäre das. Na dann, gute Nacht zusammen. Wunderschöner Mond heute Abend, finden Sie nicht? Ich werde richtig romantisch. Sind Sie verheiratet, Sergeant? Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Penelope, ich möchte jetzt endlich eine vollständige Erklärung. Ich nehme an, das hier ist dein Ehemann. Aber ja, das ist mein Ehemann. Lionel, Liebling, das ist Onkel Dudley. Ich habe dir doch schon so viel von ihm erzählt. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir. Guten Abend. Aber eines verstehe ich nicht, Penelope. Wenn das hier dein Ehemann ist, wer ist denn der Mann, der sich da dauernd versteckt hat? Das war der Deutsche. Das war der Deutsche? Was? Der Deutsche. Ach, du meinst den Mann, den die Leute da draußen suchen? Tja, warum sagst du mir das denn erst? Er hatte die ganze Zeit einen Revolver auf mich gerichtet. Aber wer war denn der Mann, den ich für einen Verrückten gehalten habe? Ja, das warst du, Leine, nicht? Jawohl. Und warum waren Sie nahezu unbekleidet? Ja, warum eigentlich, Leine? Sag's dem Onkel. Der Deutsche kam hier rein, er hat mich niedergeschlagen und mir meine Sachen weggenommen. Liebe Kinder, was für ein schreckliches Erlebnis. Sollten wir nicht die Polizei verständigen, was meint ihr? Ich halte das für äußerst gefährlich. Ja, wieso? Bevor Sie auch nur den Hörer von der Gabel genommen haben, wird Ihr lebloser Körper zu Boden sinken. Och, lieber Tu, bitte. Müssen Sie denn Ihre Vermutung so melodramatisch formulieren? Mein lebloser Körper. Ich glaube, wenn Sie nichts dagegen haben, ich könnte jetzt eine kleine Stärkung gebrauchen. Ich mach das schon. Warum laufen Sie denn immer hinter Ihrer Frau her? Ich liebe Sie. Eine sehr ausgefallene Form von Liebe. Da war doch was im Schrank. Nein, Onkel, nichts, gar nichts, da war nichts, da war nur die Katze. Die Katze? Ja, Titi, sie schläft da schon seit Jahren. Na, dann wird es höchste Zeit, dass sie da wieder rauskommt. Halt ihn zurück! Nein, Onkel, bitte, mach die Tür nicht auf. Warum denn nicht? Es könnte gefährlich werden. Gefährlich? Wieso? Wieso? Ja, wieso? Sie bekommt, Junge! Wie viel sie wohl bekommt? Ich liebe kleine Kätzchen. Ja. Miet, ich bin müde. Müde? Ich bin vollkommen erschöpft. Wollen wir ins Bett gehen? Ins Bett.
Ja. Nein! Auf gar keinen Fall. Das Geld. Was? Das Geld. Ach, das Geld, ja. Wir werden es holen. Schlaf gut, Onkelchen. Schlaf gut, Onkelchen. Ja, ja, gute Nacht. Ja, was machen Sie denn da in dem Schrank, Hoheit? Ich wollte mir nur die Katze ansehen. Die lassen Sie mal lieber schlafen. Die muss ich erst von der Sauferei erholen. Hat sie denn ihre Jungen schon bekommen? Ihre was? Ach, das war wohl alles doch ein bisschen sehr anstrengend für Sie, Hoheit, nicht die ganze Rennerei heute Abend. Soll ich da Ihnen mal leckere Bratkartoffelchen machen? Schön knusprige Braten und Lebertrag. Nein, 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 um Gottes Willen. Ein paar Kekse würden mir schon genügen. Ja, die sind im Esszimmer, ich hole mir welche. Und dazu brauchen Sie sich keine Mühe zu geben. Ich werde mir selber welche aussuchen. Kekse sind mein Leibgericht. Ja, wo steckt der denn nur? Ach, ich kann doch die Uniform nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Ja, sind Sie im Yachten, Herr Papenrad? Ida, hier bin ich. Ida. Ida, bist du da? Ida! Ida! Ich dachte, Sie wären schon zu Bett gegangen. Ja, Deutsche. Mein Name ist Humphrey. Humphrey! Ja, ich bin der Pfarrer, der morgen hier den Gottesdienst hält. Sie sind ein Betrüger, Sir. Sie haben keinerlei Recht, diese Kleidung zu tragen. Ach, dann wissen Sie Bescheid? Ja, Sie sind aus dem Lager geflohen und haben Ihre Uniform versteckt. Im Gegenteil, meine Uniform hat sich vor mir versteckt. Aber jetzt weiß ich, wo sie ist, in der Küche. Sie kommt sofort zurück. Tut mir leid, ich hab's eilig. Kommen Sie zurück. Sie sind sicher Mr. Humphrey. Nein, und wer sind Sie? Mein Name ist Tooth. Sie sind ein Betrüger. Wie bitte, und wer sind Sie? Ich bin der Bischof von Lexton. Ja, dann sind Sie ein Betrüger, denn ich weiß zufällig, dass der Bischof erst morgen kommt. Ich wiederhole, ich bin der Bischof von Lex. Und ich weiß zufällig, dass ich schon heute Abend hierher gekommen bin und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Mein Gott, wo ist Penelope? Penelope ist mit ihrem Mann ins Bett gegangen. Was? Penelope! Ja, wo wollt ihr denn hin? Wir gehen spazieren. Aber ihr seid doch gerade erst ins Bett gegangen. Ich kann nicht einschlafen. Deswegen braucht doch Penelope nicht spazieren zu gehen. Er möchte, dass ich ihn nie alleine lasse. Nicht wahr, Liebling? Liebling, aber Penelope! Penelope, wer ist denn dieser Mann? Das ist Mr. Humphrey. Mr. Humphrey! Hat mich jemand gerufen? Was ist denn hier los? Eins, zwei, drei, vier, verdammt nochmal, ihr vermehrt euch hier ja wie die Karnickel. Sergeant, verhaften Sie die meisten. Die meisten? Onkel Dudley, halt doch bitte deinen Mund. Aber wer sind denn diese vielen Leute? Sie können doch nicht alle Humphrey sein. Na, nur halten Sie mal schön die Klappe, Bischof. Ich stelle hier die Fragen. Alles mal hinsetzen. Alle. Setzen. Jawohl. Entschuldigung. Wer zum Teufel ist die da? Die da steht auf dem Bahnhof und wartet auf den da. Das ist Ida, mein Mädchen. Oh, ihr Mädchen, so. Was ist denn Ida? Also, Sie sind das Mädchen, ja? Ja, ja, Sie merken aber auch alles. Kann ich Sie mal sprechen? Nein, das können Sie nicht. Niemand verlässt ohne meine Erlaubnis den Raum. Was ist denn hier los? Genau, das geht Sie nichts an. Gehen Sie raus und danken Sie Ihrem Schöpfer, dass Sie nicht auch in diese Sache verwickelt sind. Bruder. Vielleicht doch. Nein, nein, unmöglich. Mein Gott, was haben Sie denn ausgefressen? Ida, hier sind 10 Schillinge für Sie. Danken Sie mir nicht. Drehen Sie den Schein zweimal um, bevor Sie ihn ausgeben. Schnell. Also, wer von Ihnen ist der Pfarrer? Ich. Er. Ich. Dieser Herr. Setzen. Ich wiederhole meine Frage. Wer von Ihnen, wenn überhaupt, ist der Pfarrer? Ich frage jetzt noch einmal, wer von Ihnen ist der Pfarrer? Sie wollen also nicht reden. Sergeant, darf ich darauf hinweisen, dass der einfachste Weg herauszufinden, wer der Pfarrer ist, darin besteht, seine Frau zu fragen. Ja, das ist ja gar nicht so dumm, nicht wahr? Also, ich nehme an, Sie sind die Frau des Pfarrers, nicht? Ja. Also, wer von diesen 4 Männern ist denn nur Ihr Mann? Das hier ist mein Mann. Was? Das ist eine Lüge! Ich bin der Mann von meiner Frau und ich sage, ich bin der Pfarrer dieser Gemeinde und dieses da
Damen, das ist meine Frau. Aber diese Dame, die sagt was ganz anderes. Aber um Himmels Willen, Penelope, sag die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Dieses Bibelwort werde ich am Sonntag zum Thema meiner Predigt machen. Halten Sie die Klappe. Das sagten Sie bereits. Dieser Mann hat mich niedergeschlagen und mir meinen Anzug gestohlen. Aber warum haben Sie denn das nicht sofort gesagt? Weil ich ihn bis jetzt nicht erkannt habe, aber der Ausweis beweist es doch. Genau das ist mir passiert. Man hat mich niedergeschlagen und mir meine Sachen weggenommen. Habe ich Ihnen das nicht erzählt, Bischof? Was? Ja. Och, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist ein Komplott. Ihr miesen, dreckigen, kleinen fünf Apostel, wir wissen nicht. Sie sind verhaftet, der ganze Haufen. Was ist denn jetzt passiert? Heiliger Bimba! Die Glocken! Die Siegesglocken! Die deutsche Invasion! Was? Die Invasion, das glaube ich nicht. Die Invasion! Heil Hitler! Der Führer hat sein Wort gehalten. Endlich ist es soweit, Engländer. Jetzt werdet ihr vom deutschen Stiefel zermalmt. Jetzt wird der britische Löwe, das britische Empire, die britische Gas- und Elektrizitätsgesellschaft, die britische Gas- und Elektrizitätsgesellschaft, alle werden zermalmt. Das ist der... Der Endsieg! Der Endsieg! Heil Hitler! Heil Hitler! Hier, übernehmen Sie, ich hab zu tun. Holen Sie meine Leute! Los, laufen Sie! Ja, gern. Ich war zwar nie sehr gut im Laufen. Los, laufen Sie! Jawohl! Warum haben Sie mir nicht sofort gesagt, wer das ist? Was würden Sie denn machen mit einem Revolver im Rücken? Oh Gott, du Heule! Liebling! Was? Liebling? Ja, dann sind Sie also der Pfarrer. Mein Gott, das sehen Sie doch. Ja, allerdings, Mr. Trub, könnten Sie vielleicht mal ganz kurz die Polizei verständigen? Das kann ich ja. Danke, Bischof. Komm, Adolf, heim ins Reich. Geben Sie mir die Polizei von Mörtenkamp-Mittelding, bitte. Alles okay, Liebling. Alles okay. Wunderbar, dann kann ich mich ja endlich darum kümmern, wenn die Glocken geläutet hat. Ist doch die Polizei von Mörtenkamp-Mittelding? Oh Gott. War das nicht die Polizei? Nein. Es ist das Milowitsch-Theater in Köln. Es gibt dort das Stück. Wo laufen Sie denn?